Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen im Wochenende. Es ist Samstag, der 18. Februar. Zeit für ein paar neue Streaming-Tipps. Los geht's im Star Trek-Universum. In der dritten Staffel von Star Trek Picard geht's natürlich wieder um Admiral Jean-Luc Picard. Er ist nach einer turbulenten Zeit endlich bereit, ein weniger gefährliches Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Doch wie das häufig so ist mit Plänen, läuft dabei nicht alles rund. Denn er erfährt, dass eine Person aus seiner Vergangenheit in Gefahr ist. Um ihr zu helfen, trommelt er Mitglieder seiner früheren Enterprise-Crew zusammen. Ich war einst auch irrational und gewalttätig. Gibt es eine Person, die Sie kennen, die immer noch die Person ist, die Sie kannten? Es geht um Leben und Tod. Es geht immer um Leben und Tod. War es jemals anders? In der dritten und letzten Staffel der Star Trek Picard-Reihe wird die Enterprise-Crew von einem neuen Feind gejagt. Bei den neuen Folgen Star Trek Picard habt ihr eine Auswahl, wo ihr sie streamen wollt. Die sind nämlich bei Prime Video und jetzt neu auch bei Paramount Plus verfügbar. Auch in Tipp Nummer 2 bleibt es spannend und dramatisch. Die Serie Django ist eine Neuinterpretation von Sergio Corbucci's gleichnamigem Italo-Western aus dem Jahr 1966. In der Serie geht es um Django, der bei einem schlimmen Massaker vor einigen Jahren seine ganze Familie verloren hat. Nur seine mittlerweile 20-jährige Tochter Sarah ist noch am Leben. Django will sie finden und macht sich auf den Weg in die Stadt New Babylon, wo Sarah lebt. Blood wins over everything. We will destroy what needs to be destroyed. There's no other way around it. We all deserve a second chance. He doesn't know who you are. Now go ahead and tell his fine people your name. Das Wiedersehen mit Sarah läuft für Django anders als geplant, denn seine Tochter macht ihn für das Massaker von damals verantwortlich. Die 10 Folgen der ersten Staffel von Django könnt ihr jetzt auf Wow streamen. Für unseren letzten Tipp geht's gleich doppelt weit weg. Zum einen spielt die Dramedy Hello Tomorrow in einer Zukunftswelt, allerdings mit Retro-Charme. Und zum anderen landen wir auf dem Mond. Eine Gruppe Handelsvertreter bietet genau dort nämlich temporäre Wohnungen an. Einer davon ist der motivierte und charismatische Verkäufer Jack. Er glaubt fest an eine bessere Zukunft und inspiriert damit nicht nur seine Kollegen, sondern auch seine Kundschaft. Doch seine rosige Sicht auf die Welt scheint gefährdet zu sein. The music can't stop. 'Cause we get to dream on a better tomorrow. I want the truth. What are we selling here? I can't fix our problems. We'll find a way. You and me. There are some things you should know about Jack. Die Rolle von Jack übernimmt Emmy-Gewinner Billy Crudup, der auch in der Apple-Hit-Serie The Morning Show mitspielt. Ihr könnt Hello Tomorrow jetzt auf Apple TV Plus gucken. Damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende angekommen. Wir hoffen, der ein oder andere Tipp landet bei euch auf der Watchlist. Wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann folgt diesem Podcast kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge haben Lina Cordes und Felix Wischniewski mitgearbeitet. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.